baut ein Windrad nur, wenn es wirtschaftlich ist. In der Vergangenheit war es manchmal so, dass ein Projektierer daherkam und hat gesagt, du, lieber Bauer, ja, hast hier ein Grundstück, bau mit einem Windrad rein, kannst du es überlegen, wenn du es nicht machst, dann frage halt den Nachbar, dann hat der das Geld, dann machst nichts. Da kann man auch richtig spalten. Und dann haben wir gesagt, wir machen es anders. Die Energiewende brauchen wir und die Windräder auch. Und deswegen müssen wir gucken, dass die Akzeptanz stimmt. Es ist wichtig, dass die Leute, die die Anlage sehen, auch teilhaben können der Anlage. In einem Weiler, die zwei Anlagen geplant haben, haben wir gewusst, wir machen ein Bürgerwindrad. Dann vielleicht schaffen wir das, dass das andere ein gemeinnütziges Windrad wird. Wir haben da viele Probleme. Wir haben das Gesundheitswesen, wir haben Schulen, Kindergarten, man braucht alles Geld. Das hat sich dann eingebrannt bei mir, weil das muss gehen. Die GLS, die haben einfach mehr Erfahrung. Die haben genau gewusst, was sie brauchen. Dann haben wir es geschafft, ein Windrad zu initiieren, dessen Überschüsse an die Klinik in Heidenheim gespendet wurden. Das ist ein sehr schönes Gefühl. Unbeschreiblich. Dann freut man sich auch bei schlechtem Wetter. Man muss die Menschen immer mitnehmen.